diesem Video zeige ich euch heute, wie ihr diesen Ärmel so verarbeiten könnt. Und ich muss euch sagen, von der Verarbeitung, ihr wisst ja, ich liebe die Innenverarbeitung, wenn es sauber aussieht. Wie hier, und das ist wirklich, wenn man es einmal verstanden hat, ist es mega einfach, es sieht mega hochwertig aus. Und ich zeige euch einfach, wie das funktioniert. Die, die mich nicht kennen, ich bin Christine. Bei mir dreht sich alles rund ums Nähen, Upcycling. Man kennt mich unter designerella.bella. Auf Insta gibt es übrigens immer tägliche Nachrichten von mir oder was ich so aktuell mache. Und ich würde nicht lange weiterreden, wir fangen direkt an. Für diese Ärmelvariante brauchen wir einen Ärmelsaum, also das hier unten, und einen Ärmel. Diesen verarbeiten wir erstmal normal, das heißt aufeinanderlegen, rechts auf rechts und die Seitennaht vom Ärmel hier entlang nähen. Und das gleiche machen wir auch mit dem Saum. Den auch einmal in der Mitte falten und die Seitennaht hier entlang nähen. Die Nahtzugabe danach glatt bügeln. Jetzt nehmen wir uns den Saum und falten den wie folgt. Und zwar einmal in der Mitte falten und so komplett glatt bügeln. Danach, es ist egal welche Kante, ob die innere oder die äußere, nehmen uns aber eine und klappen diese auch mit der Nahtzugabe nach innen. Also sprich, bei mir ist die Nahtzugabe 1 cm, also nehme ich mir das und klappe es 1 cm nach innen und bügel das rundherum. Gebügelt sieht das Ganze so aus. Eine Kante ist nicht gebügelt und eine ist gebügelt, wie man es hier schön sehen kann. Da ist auch ein Höhenunterschied. Jetzt klappen wir das Ganze wieder auseinander und nehmen uns die Kante, die nicht gebügelt ist, und legen diese rechts auf rechts auf den Ärmel. Die Seitennähte treffen dabei aufeinander und einfach ringsherum mit Stecknadeln befestigen. Dieses wird auch ringsherum zusammengenäht. Wir ziehen den Saum aus dem Ärmel heraus und dadurch, dass wir es eben gebügelt haben, können wir es einfach wieder so klappen, wie wir es gebügelt haben, und es ist schon fast fertig. Wie ihr sehen könnt, überragt das Gebügelte die Naht, also die gestrichelte Linie hier, da liegt es ja darüber. Das ist auch gewollt so. Zwei Möglichkeiten hat man jetzt, dieses zu verarbeiten. Entweder mit der Hand und man näht es an der Nahtzugabe fest, also nur innen, oder man näht es mit der Nähmaschine. Hier würde ich euch aber empfehlen, das vorher mit der Stecknadel ringsherum festzustecken, so dass das Gebügelte immer so ein Stück über die Naht ragt. Hier sollte man so ein bisschen pingeliger sein. Wenn man es gleichmäßig macht, ist das Ergebnis nachher auch schöner. Der Ärmel wird auf die rechte Seite gewendet. Jetzt kommt auch schon die letzte Naht. Zum Schluss wird nochmal ringsherum knappkantig genäht. Hierbei darauf achten, dass man auf dem gelben Stoff bleibt. Und schwuppsiwupps sind wir auch schon fertig. Ich finde, die Innenverarbeitung sieht super aus, ist auch super für Anfänger und Anfängerinnen geeignet. Schafft man innerhalb weniger Minuten. Wichtig dabei, schön bügeln, dann sieht das nachher noch besser aus.